Ich zeige euch, wie ihr Holzspäne verbrennen könnt, ohne jegliches Risiko und ohne großen Aufwand. Moin und herzlich willkommen zu Tobis Werkzeugschrank hinterm Deich. Wie alle vier Wochen, auch diese Woche mal wieder, was Neues hier aus meiner Werkstatt und alles was drumherum. Ich möchte wieder ein bisschen in die Vergangenheit gucken, ein bisschen in der Gegenwart rumtun, etwas Besonderes machen. In dem Fall zeige ich euch, wie man Holzspäne richtig verbrennt. Und dann natürlich auch ein bisschen in die Zukunft gucken. Rückblick, Gegenwart, was Spannendes und die Zukunft. Aber anfangen möchte ich mit Rückblick. Und zwar, wie meine Stammzuschauer wahrscheinlich mitgekriegt haben, habe ich mein Versprechen letztes Jahr nicht eingehalten. Eigentlich wollte ich hier die Werkstatt schick machen. Ist mir nicht gelungen, muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte einfach keine Zeit dafür. Dafür habe ich 20 Projekte gebaut, die ihr vor ungefähr 4 Wochen in meinem Jahresrückblick gesehen habt. Sind echt geile Sachen dabei zurechtgekommen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, mich um die Werkstatt zu kümmern. Aber das ist auch schon jetzt ein Teil davon. Ich bin gerade dabei, das erste zu bauen. Das zeige ich euch gleich. Weil es liegt schon das erste auf der Werkbank für meine zukünftige geile Werkstatt, Man Cave, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und ich wundere, ich gucke ab und zu auf meinen Zettel, ich habe ein bisschen was notiert, was ich euch sagen möchte. Da muss ich ab und zu mal runtergucken. Ja, seit den letzten News habe ich ein paar Videos gemacht. Zum einen habe ich ein Video gemacht über einer meiner meistbenutzten Werkzeuge, die Makita Säbelsäge, die ich viel nutze, um Paletten auseinanderzunehmen. Und daraus entstehen eben Palettenbretter und dafür brauche ich noch jede Menge hier auf meinem Kanal und allgemein auch für die Werkstatt. Weil zum einen möchte ich damit meine ganzen grauen Wände hier schick machen und zum anderen möchte ich meine ganzen Möbel damit bauen. Und jetzt kommt auch eine Werkbank. Seid darauf gespannt, wird noch ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr überhaupt schaffe, weil es ist echt vollgepackt das Jahr. Aber wie gesagt, das Werkzeug habe ich ein Video drüber gemacht, verlinke ich euch da oben in der Ecke. Unten drunter natürlich auch, nicht das Video, aber das Werkzeug. Schaut auch da vorbei, geiles Tool, zwar ein Akkufresser, noch und nöcher, aber das Nähere ist da oben im Video. Ansonsten geiles Teil, man schafft auf jeden Fall Paletten auseinanderzunehmen, ohne große Verluste zu haben. Es zerbricht eben nichts. Dann ging es weiter mit einem Video, wo ich meine genannten 20 Projekte aus 2019 gezeigt habe. Habe ich euch gerade eben schon erwähnt. Ich habe richtig tolle Sachen gebaut über Vogelhäuser, über ein Hummelhaus, dann was für einen Garten, so Kartoffelpyramiden, Blumenbänke, einen Tisch und so weiter und so fort. Also schaut auf jeden Fall da vorbei. Schöner Zusammenschnitt geworden, auch richtig schönes Video. Und 2020 ging es dann los mit einem Video zu einer Schaukel. Ich habe zwar keine ganze Schaukel gebaut, sondern nur den Schaukelsitz, aber auch das. Video verlinke ich euch hier oben in der Ecke. Super schön geworden, auch aus Palettenholz. Ganz einfach, kann jeder nachbauen. Kostet 0 Euro. Nur das Seil müsst ihr am Ende verkaufen. Ansonsten kostet es tatsächlich nichts. Und für Kinder, wenn man mal schnell reagieren muss und die sagen, ich möchte gerne schaukeln, auch im Winter, dann baut man eben sich auch mal in die Wohnzimmerdecke und hängt dann eine Schaukel auf. So kam das Projekt zustande. Verlinke ich euch, wie gesagt, da oben in der Ecke. Schaut auch da mal rein. Die letzten beiden Wochen hier auf dem Kanal drehte es sich um ein echtes Herzensprojekt. Ich habe ein Bett gebaut für meinen Sohn. Das hat er zu Weihnachten gekriegt, von den Weihnachtswichteln. Nein, es war natürlich von mir und von meiner Frau. Ein richtig schönes Bett. Es ist in eine Dachschräge reingebaut worden. Somit ist das Haus auch, das Bett auch entsprechend geformt wie ein Haus. Guckt auf jeden Fall rein, ist ein Zweiteiler geworden. Richtig schön, also mit Rausfallschutz und so eine Art Gitterbett. Dann, wie gesagt, der Giebel unten extra ein bisschen höher gesetzt, dass man unten noch Sachen drunter packen kann. Das Ganze ist 90 x 2 Meter groß, aus massivem Holz, aus Bauholz gebaut. Also ein richtig tolles Projekt. Designed ist es wirklich, das kann man fast als Designerbett bezeichnen, würde ich sagen. Also wirklich perfekt in die Dachschräge passend reingebaut. Es werden jetzt auch kurzfristig auf meinem Blog tobiebel.de die Baupläne dazu kommen. Die kriegt ihr kostenlos, also schaut auch da mal unbedingt vorbei. Ja, und jetzt geht es weiter mit zurück in die Zukunft. Nein, Spaß, in die Vergangenheit, in die Gegenwart. Aktuell bin ich dabei, viele, viele Hammer zu lasern, zu bauen. Hier oben steht einer, hier stehen noch welche. Hier ist der Laser aufgebaut, der passende Rechner dazu, weil die Hammer werden dieses Jahr nicht manuell verziert, sondern gelasert. Hier ein Text drauf, die Rückseite kommt mal individuell ein Bild rein und auch der Name des Kindes, für den der Hammer ist, weil es ist wie jedes Jahr Hammerhütezeit. Dieses Jahr werden zwar keine 100 Stück oder mehr, ich habe auch schon mal in einem Jahr über 100 Stück gebaut. Ich denke mal, es werden dieses Jahr so 30, aber die sind schon fertig. Viele sind auch schon bei den Kindern und somit ja, ist das Projekt für dieses Jahr auch abgehakt. Ich dachte mir, ich mache mal dieses Jahr kein Video drüber.
Ich verlinke euch aber trotzdem mal entweder da oder unten drunter die entsprechenden Videos zu den Hammern, damit ihr auch da nochmal auf dem Laufenden seid. Ja, und aktuell baue ich an einer French Cleat Variante. Jetzt denken sich wahrscheinlich einige, die hier schon mir länger folgen, French Cleat? Ich dachte, der will kein French Cleat. Ganz vorbei komme ich da nicht, aber ihr seht, das ist das French Cleat Thema. Nicht außen, sondern in diesem kleinen Schränkchen sind French Cleat Leisten. Da drin werden Bits aufgehangen. Auf jeden Fall möchte ich darüber nicht verraten, weil das Video kommt wahrscheinlich nächste Woche auf hier auf meinem Kanal. Ein French Cleat Schränkchen mit kleinen French Cleat Leisten. Somit ist das dann auch staubgeschützt, weil es eben verschlossen ist. Und ich denke mal, perfekt für jede Holzwerkstatt. Ich zeige euch das aber gleich nächste Woche. Seid gespannt drauf. Und ja, jetzt zeige ich euch, wie ihr ganz sicher Späne verbrennen könnt. Und ohne jegliches Risiko, ohne Aufwand. Ganz, ganz einfach. Ihr denkt euch wahrscheinlich gerade, warum zeigt er uns das? Ja, der liebe Philipp Konter von Konterholz, den Kanal verlinke ich euch unten drunter, hat in seinem letzten Video gesagt, dass er es zu aufwendig findet, Späne zu verbrennen, darum schmeißt er sie entweder im Müll oder auch im Kompost oder was auch immer. Er hat dafür mal so einen aus einer alten Gasflasche, das ist glaube ich ein Ofen gebaut, aber er meint, das ist zu große Rauchentwicklung und so weiter. Jetzt habe ich das aber eine Variante, ganz einfach und ich glaube, die kennen auch viele. Man kann es auch ohne Qualmentwicklung oder mit wenig Qualmentwicklung sicher verbrennen. Und zwar seht ihr hier eine typische Brötchentüte. Da drin sind die Späne. Ich zeige euch doch mal. Schön reingestopft, schön fest drin. Die Tüte wird verschlossen. Und jetzt ist wichtig, man darf natürlich nicht in einen kalten Ofen werfen. Der Ofen muss ordentlich im Gang sein, ordentlich Hitze haben. Und dann einfach die Tüte reinschmeißen. Zumachen. Ich lasse mal mit Absicht ein bisschen offen. Ihr seht, es fängt sofort Feuer. Das hat so eine hohe Hitze, da qualmt nichts. Es verbrennt eben richtig mit hoher Hitze. Und das Krasse ist, es entwickelt sich auch eine extreme Hitzesattung. Meistens reicht wirklich am Abend ein bisschen Holz zum Anfeuern und so eine Tüte voller Späne. Und die ganze Wäsche ist warm. Weil das ist echt extrem. Ich warte jetzt mal einen Augenblick, dann zeige ich euch dann mal den offenen Ofen. Dann seht ihr, wie krass das brennt. Und ihr seht, es brennt wirklich lichterloh. Die Späne staubt auch nicht und es qualmt auch wirklich nicht. Hier ist man ja extra runter auf die Ebene. Man sieht nur Flammen. Hier qualmt wirklich nichts. Also wirklich, so könnt ihr das ganz einfach verbrennen. Einfach in einer Tüte oder kleine Kartons. Und schon seid ihr auf sicherer Seite und werdet eure Späne los, ohne sie einfach im Müll zu schmeißen. So. Und jetzt noch, hier in Zukunft geht es wirklich jetzt hauptsächlich um das Thema Werkstatt. Ich möchte jetzt noch zwei, drei Arbeitsplatten bauen aus Bauholz. Einfach wirklich Bauholz in eine schöne Variante bringen. Ich möchte euch gerne zeigen. Wird in unserem Wohnzimmer unter dem Fernseher sein und im Kinderzimmer als Schreibtischplatte. Also guckt da auf jeden Fall auch in Zukunft oder jetzt in naher Zukunft bei mir hier rein. Ansonsten seid gespannt, es ist wirklich ein Versprechen. Dieses Jahr geht es hier hauptsächlich um die Werkstatt. Das nächste große Projekt ist wirklich die Wände verkleiden, Wände dämmen. Hinterm Ofen werde ich schöne Klinkerverblender an die Wand bringen. Wird richtig eine schöne, mucklige Werkstatt. Seid gespannt, aber wie gesagt, jetzt möchte ich euch gerne allen ein schönes Wochenende wünschen. Haut rein, bleibt mir treu. Wer noch nicht Abonnent meines Kanals ist, dann lasst mir gerne ein Abo. Ansonsten, der Daumen hoch ist auch immer gern gesehen. Kommentare werden hier auf meinem Kanal wirklich immer beantwortet. Also lohnt es sich auch für euch, Kommentare zu hinterlassen. Also schreibt schön drunter. Aber jetzt haut rein, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal.